Lippenspringen feierte gerade Premiere bei der WM in Barcelona, wo Anna Bader auch gleich mal Bronze gewann. Und Olaf Bozdech hat die Mainzerin begleitet, wenn das auch gar nicht immer so einfach ist. Mit Anna Bader Schritt zu halten ist etwas schwierig, denn sie ist, Achtung Karlauer, ständig auf dem Absprung. Die 29-Jährige ist eine der weltbesten Klippenspringerinnen. So gut, dass der berühmte Cirque du Soleil sie für seine Zirkusshow verpflichtet hat. Die Faszination des Klippensprings besteht aus der Mischung von Sport und Spektakel. Wie kommt man eigentlich dazu, sich aus Höhen zu stürzen, bei denen der Normalsterbliche Schwindelanfälle bekommt? Ich habe mit Kunstturnen angefangen, dann später zum Wasserspringen gewechselt. Bin dort von 10 Metern auch immer viel lieber gesprungen als von 1 oder 3 Metern. Und dann später hat sich das entwickelt, dass es immer höher ging. Eine der wichtigsten Charaktereigenschaften der Klippenspringer, Selbstsicherheit. Nur wer hundertprozentig von sich und seinem Können überzeugt ist, kann den Absprung wagen. Ich selbst halte mich eigentlich für sehr vernünftig. Ich bereite die Sprünge langsam vor und mache auch ganz viele Vorbereitungen von weiter unten und im Schwimmbad von 10 Metern. Und gehe eigentlich wirklich nur auf 20 Metern, wenn ich mir sehr sicher bin. Beim Eintauchen mit 90 Stundenkilometern wird die Wasseroberfläche beim geringsten Fehler hart wie Beton. Es ist eben eine große Höhe, es ist auch eine starke Geschwindigkeit und der Aufprall ist schon sehr hart. Aber wenn man sich jetzt mal die Statistik anschaut, ich habe mich in den ganzen Jahren hatte ich eine Steißbeinprellung. Anna Bader will weiter hoch hinaus. Wie alle Klippenspringer hofft sie auf eine olympische Zukunft. Perfektion im Gleichklang. Sprünge für die Ewigkeit. Belohnt mit WM-Gold, dem ersten für deutsche Turmspringer überhaupt. Mut, Nervenstärke und jahrelanges Training. Für Patrick Hausting und Sascha Klein ging in Barcelona ein Traum in Erfüllung. Nee, aber und da sind sie bei uns, die Weltmeister, Patrick Hausting und Sascha Klein. Guten Morgen und herzlichen Glückwunsch nochmal. Guten Morgen, vielen Dank. Sie haben direkt nach dem Wettkampf gesagt, ich glaube, es waren Sie, Patrick, ich habe von 300 Leuten Adrenalin im Körper, ich merke überhaupt nichts mehr. Wie geht es Ihnen denn jetzt, so knapp 2 Wochen nach dem Wettkampf? Merken Sie beide schon wieder was? Ja, also ich merke langsam wieder was. Es war ein sehr harter Wettkampf und es waren sehr harte Weltmeisterschaften. Und wir hatten im Vorhinein viele Probleme, körperliche. Und ja, deswegen habe ich das gesagt, weil nach dem Wettkampf habe ich keinen Schmerz gespürt, nirgendwo. Es war einfach nur die Freude über meine, ja, oder über unsere guten Sprünge. Und deswegen habe ich das so rausgebrüllt. Wie geht's Ihnen, Sascha? Ja, mir geht's auch wieder ziemlich gut. Ich habe erstmal ziemlich lange gebraucht, um das überhaupt zu realisieren, auch alles. Und es ist ja auch noch eine Medaille dazugekommen im letzten Wettkampf. Das war nochmal so ein i-Tüpfelchen obendrauf. Es waren wunderschöne Weltmeisterschaften mit einer harten Vorbereitung, weil ich viel verletzt war. Ja. Und wir haben das Beste daraus gemacht, denke ich. Wurden Sie denn wenigstens anständig empfangen, als Sie nach Hause kamen? Also Sie nach Berlin und Sie nach Dresden oder nach Hause zu den Eltern? Wohin sind Sie gefahren? Ich war erstmal in Dresden. Okay, wo Sie trainieren? Wo ich trainiere. Meine Lebensgefährtin lebt da mit mir zusammen. Und wir werden aber in den nächsten Tagen auch mal die Eltern besuchen, nach Hause fahren. Und dann nochmal anständig feiern? Natürlich, das muss gefeiert werden. Und bei Ihnen ein Fähnchen geschwenkt, Patrick? Wir hatten so ein bisschen ungünstige Zeit, glaube ich, nach Hause zu kommen. Es war sehr spät abends und wurden eigentlich mehr von der Familie begrüßt und von Freunden. Ja. Und vom Olympiastützpunkt noch. Ja, das war es dann aber auch schon. Und mir war das auch ganz lieb, weil es war auch schon so später und ich wollte dann auch irgendwann wirklich nach Hause. Ich wurde dann schönerweise von meinen Freunden mit einer Überraschungsparty begrüßt. Also es hat mich sehr gefreut. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, nicht mal so ein bisschen. Und habe dann noch abends noch ein bisschen mit denen gequatscht und leicht gefeiert und dann aber auch langsam ins Bett. Na, das klingt doch gut. Jetzt sind Sie Europameister geworden, sind Sie Weltmeister geworden. Jetzt können Sie eigentlich mal was Neues ausprobieren. Ne? Klippenspringen ist der neue Star. Jetzt war jetzt bei der WM auch ganz groß angesagt, große Aufmerksamkeit. Anna Bader, die Mainzerin, hat Bronze geholt. Steigen Sie jetzt um? Nee, also auf keinen Fall. Für mich ist Wasserspringen immer noch in der Hinsicht die schwerere Sportart, weil das Klippenspringen ohne das Wasserspringen gar nicht existieren würde. Es sind halt immer viele, die aus der zweiten Reihe dann zum Klippenspringen wechseln, weil es im Wasserspringen dann irgendwo doch ihre körperlichen Grenzen oder ihre... Ist das so? Wer es im Wasserspringen nicht so richtig packt, der wechselt gerne mal zum Klippenspringen? Es ist nicht nur so, es ist wirklich so, ja, also muss man so sagen. Anna Bader war früher auch, als wir aktiv waren, auch noch im Wasserspringen tätig und ist dann zum Klippenspringen gewechselt. Wir haben auch viele Briten gesehen, die bei den Männern an Start waren, gegen
gegen die ich auch noch selber gesprungen bin und Sascha natürlich auch. Und deswegen ist das für mich immer so eine heikle Sache. Also es ist halt spektakulär, weil es 27 Meter sind, aber für mich ist es halt immer noch die klare Erkenntnis, dass das Klippenspringen ohne das Wasserspringen nicht existieren würde. Und graben die Klippenspringer Ihnen jetzt so ein bisschen auch die Aufmerksamkeit ab? Die haben gute Verträge, viele sind mit Red Bull unter Vertrag. Spüren Sie das, wie die Aufmerksamkeit bei Ihnen schwindet? Ja, natürlich setzt sich das ziemlich krass durch in den Medien, das Klippenspringen. Jetzt ist es ja auch in die Finale eingetreten, Weltmeisterschaften wurden ausgetragen. Mhm. Und es gibt ja auch eine World Series. Also es gewinnt auch durch Red Bull natürlich schon sehr viel an Aufmerksamkeit. Und ich habe immer das Gefühl, dass wir so ein bisschen drunter stehen. Mhm. Wobei es natürlich aus unserer Sportart resultiert. Also es sind praktisch die gleichen Sprünge, unten mit einer halben Schraube dran, dass man fußwärts eintaucht. Ja. Also Sie bleiben uns im Wasserspringen erhalten, das, wenn ich das richtig verstehe. Was sind Ihre nächsten Ziele? Hatten Sie jetzt erstmal so ein bisschen frei? Wir hatten und haben noch ja, frei, um das Ganze natürlich zu verdauen. Und ein bisschen Urlaub ist ja auch drin nach dem Höhepunkt, bevor man dann wieder anfängt. Wann geht's weiter? Ende August geht's weiter. Genau. Gut. Und dann gehen wir das nächste Jahr. Nächstes Jahr sind wieder Europameisterschaften in Berlin. In Berlin, genau. In Deutschland, in der Heimat. Und da wollen wir natürlich versuchen, unseren Europameistertitel wieder zu verteidigen. Wir danken für diesen Besuch und wünschen Ihnen nur das Beste und noch eine erholsame Zeit jetzt erstmal, bis es dann wieder weitergeht im August. Vielen Dank, Patrick Hausting, Sascha Klein. Dankeschön. Danke.